Was ist hier los? Ente, 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 Ente. Oh, das ist aber schön hier. Mami? Ja. Halt die Klappe. Du Arschkeks. Warte, zieht ja auch noch der Wind durch die Tür immer gruselige Geräusche. Ja, dann gehe ich da halt nicht hoch. Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. Here in the forest. Warum singt er das denn jetzt? Das hat doch eben schon überhaupt gar nicht genervt. Eternal sleep. Lenk mich doch nicht ab, bitte. Ich brauche nur einen Sack. Ich brauche nur einen Sack. Dann gehen wir halt zu den netten Dingern da oben. Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. Nix. Ich weiß immer noch nicht, was er mit diesem Schraubzieher meint. Ich muss den Sack wieder umgehen. Jedem die... Ne? Ach man, ey, hat doch die Klappe jetzt mal hier. Mein Zettel. Theodor, Handel. Die Schüler sind nicht über Nacht geblieben, wie wir es eigentlich geplant hatten. Die Eltern vermuten scheinbar etwas. Die Polizei sucht bislang nicht nach dem Jungen. Wahrscheinlich schaffen wir... alles zu erledigen, bevor sie Verdacht schöpfen. Die Schüler sind nicht über Nacht geblieben. Warte, wie hieß der Franklin? Okay, also steckt Theodor da mit drin? Theodor Handel? Oder wir an Theodor? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ist es die Schublade? Die Schublade, endlich! Endlich, dieser Kack-Schraubenzieher. Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. Ja, das kann ich hoch. Das kann ich hoch. Okay. Notiz vom zweiten Stock. Sehr geehrte Frau Zipka, wer ist das denn jetzt? Ihr Brief hat mich wirklich bewegt. Ich kann Ihnen mit meiner beruflichen Erfahrung versichern, dass das Verhalten deines Sohnes sich wieder einrenkt. Stimmt. Mein spezielles Programm, das ich während unseres Privatunterrichts anwenden werden soll, soll Probleme mit einem Mangel an Konzentration und Gedächtnisverluste zu beheben. Ich habe das Gefühl, ich habe das auch. All das kann durch das Unterrichten der Kinder wie zu handeln erreicht werden. Wenn Sie die Details besprechen wollen, können wir das Gespräch auf die Zahl unten weiter.
091-72018. Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. Sind das hier solche Linien von wegen hier Wasserzeichen? Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. Das bringt das alles. Der Darm bringt 20.000. Bah. Das Herz ist am teuersten, ne? Uiuiui. Ich möchte nicht schon wieder irgendwie... Oh, das ist ja nicht so. Da kann ich noch nicht hin, weil der macht mich dann wieder aus. Ach man, hör doch mal auf. Ich kann es nicht mehr hören. Na, guck mal. Wie viel Zeit hat der Kerl denn gehabt, um das alles hier einzurichten? Und vor allen Dingen, ich habe einen Verdacht mit dem Jungen. Meinen die mich? Hier so? Okay. Ich suche auch immer noch die Puppe mit der blauen Hand. Die darf man nicht vergessen. Wenn wer verfolgt, dann ist doch gar nicht mehr. Guck mal da. Die Puppe mit der blauen Hand. Yay. Es ist vor dem Kidnapping. Jetzt bin ich wieder aufgewacht, ja? Okay. Also mit Glück läuft es jetzt noch eine Dreiviertelstunde oder so. David woke up in the late evening and decided to visit his friend, Tom. Okay. Tom lived just around the corner, but David always took a shortcut through the backyard. Mutti, ich bin weg, ne? He always sneaked out through the kitchen window. David didn't want to ask his mother for permission. Nee. He knew she wouldn't let him go. Okay. Vielleicht hätte sie damit aber auch recht gehabt. Sneaken wir uns mal raus. Wo geht's hier raus? Okay. Wo, ich habe nicht zugehört. Wo soll ich mir raussneaken? Echt jetzt? Das würde mich als Mutter überhaupt nicht stutzig machen, warum in der Küche auf einmal der Tritt steht. Hä? Wer läuft da hinter mir her? Was ist hier los? Theodor, ich habe sie getötet. Ich habe diese Schlampe umgebracht, Theodor. Ich habe sie erwürgt und sie in eine der Marionetten gesteckt. Transportiere sie in die dritte Etage in die Bibliothek. Sind wir da jetzt? Sie hätte ihre Nase in fremde Angelegenheiten stecken müssen. Wahrscheinlich nicht. Es ist, wie es ist. Was? Ich kann damit etwas verstecken. Eins. Was ist mit dem Kaninchen? Ich suche ganz oft dann. Steht. Where did he go? Bin ich jetzt wieder in der zweiten Etage? Ich hatte gar keine Lampe an.
Zettel. Franklins Stück, Teil 1. Die Gäste haben sich bereits versammelt. Sie sitzen im Wohnzimmer und bewundern das Interieur. Ist das das, was wir vorhin gesehen haben, von der Treppe nach unten? Bald ist die Zeit gekommen, um einen herrlichen Ball zu veranstalten. Den Gästen wird es den Atem verschlagen. Ja, mir auch. Roter Schlüssel. Jetzt läuft besser als am Anfang, habe ich das Gefühl. Gibt es hier keine Kameras oder warum sucht er mich? Franklins Stück, Teil 2. Wir warten. Wir sind gekommen, um zu feiern. Unser Herr hat etwas vorbereitet. Er wird sich damit rühmen. Sollte sich das eigentlich reimen? Sieht nämlich irgendwie so aus. Wir erfüllen unsere geheimsten Begierden, denn die ganze Nacht steht uns bevor bis zum Vollmond. Wir haben nur wenige solcher Möglichkeiten. Bis zum Vollmond wollt ihr mich opfern oder so? Oh. Schlüssel. Aber wofür? Hier. Okay, ich habe mich kurz erschrocken. Oh, there you are, sweetheart. I was getting worried. Ja, natürlich. Hätte ihr auch wieder Puster hier? So, was ist denn jetzt hier Sache? Wir gucken jetzt erstmal. Ist hier irgendwo einer, der mich auspusten kann? Hier ist eine Kerze, das ist ja schon mal. Hier irgendwo was zum Lesen. Ne? Das dauernd aus im Augenwinkel hier irgendwas zum Lesen. Wow, mir tut langsam die Hand weh. Und jetzt sind wir aber mal durch hier. Ja. Oh, ein Zettel. Rankings Stück Teil 3. Wir haben aber immer noch das eine Band übersehen, aber egal, ich kam ja auch so weiter. Nehmt die Bücher und andere Gegenstände. Meine Bibliothek steht euch offen. Verbrennt es, schmeißt es weg, macht, was ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Nehmt die Bücher und andere Gegenstände. Wollte er nicht die Leiche in der Puppe in die Bibliothek bringen? Da ist es dunkel. Ist hier irgendeiner, der pustet? Nee, sieht nicht so aus. Was soll ich eigentlich mit dem Arm und dem Kunstblut oder Maske und all dem Kram? Was? Spin? Fliegen, weil hier irgendwo eine Leiche ist, oder? Ich höre euch. Irgendwo ist hier was, ne? Auch wenn das eigentlich aus Bienen. Oh. Okay. Franklins Stück Teil 4. Geht weiter, meine Lieben, in Richtung des weiteren Bereichs des Raums. Wartet dort, denn gleich kommt er der Augenblick, wenn das Lokal öffnet. Was ist hier los? Okay. Ich höre hier nur die Fliegen und mich kribbelt's. Missing Person, okay. Das sind wahrscheinlich Entwicklerfotos, aber
so viele Leute habt ihr entführt? So, sind die das alle? Ist schon wieder ein Säckel wie. Es muss ja irgendwie. Ne? Oh no, warte, bevor ich da den Hebel drücke, gucke ich mir das einmal hier erst an. Ist nichts mehr. Ich gehe einmal auf die andere Seite gucken. Abgeschlossen. Was steht hier? 556 oder 656? Bin mir unsicher. Oh. Ist noch so einer. Bäh, bäh. Du Arschkeks. Gut. Mami? Wie aggressiv ist Mami denn? Sieht uns Mami? Was macht sie denn? Hat sie uns die Tür aufgemacht? Stand ja vorhin auch schon eine Mülltonne. So, da kann ich nicht hin, weil dann die... Da ist eine Treppe. Warte mal, habe ich... Oh nee, jetzt kann ich da nicht mehr hin. Aber ich habe einen Sack. Warte mal, ich hab einen Sack. Ich muss wissen, was hier ist. Ist zu klein, um die Leiter zu erreichen und einen Stuhl zu finden. Muss einen Stuhl finden? Mutti. Was mit dem hier? Nee. Was? Und noch einer geht zur Party im dritten Stock, Wippi. Oh nee, hier können auch Leute pusten. Oh, oh, oh. Der pustet. Was für eine Party? Oh yeah. Das war das neue Gegenstand. Sack. Okay. Ich habe noch einen Sack. Ich brauche eine Leiter. Beziehungsweise einen Stuhl. Jimmy? Steve? Oh, was ist hier los? Der Michael. Peter, try me. Oh. Der Peter. Ich sagte Peter, nicht Computer. Ich hab das Gefühl, ich könnte irgendwas übersehen. Abgeschlossen. Zettel. Notiz über ein Kind. Eine Frau. Sie ging mit ihrem kleinen Sohn spazieren. Er umarmte sie hin und wieder mal.
hielt ihre Hand fest, ging nicht einmal für einen Moment weg. Ich wünschte, ich hätte so einen Sohn, ergeben und treu, der mich nie verlassen würde. Ich will ihn, ich muss ihn haben. Okay, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Irgendwas schwimmt in meinem Kaffee. Ich weiß noch nicht, ob das so sein muss. Weil da Vanillepulver dran ist. David! Ach so, ich habe Baby verstanden. Zum ersten Mal. Es war mein erstes Mal. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt. Als ich meinen ersten Besucher erwischte, fühlte ich mich wie ein Löwe unter einer Schafherde. Das unschuldige Opfer lag bewusstlos vor mir und wusste nicht, was ihm bevorstand. Mit jedem Schritt fühlte ich mich so glücklich. Ich werde daran noch lange Zeit denken. Ja, super. I'll find you, boy. Ja, jetzt bleib mal locker. Ich guck mich hier erst um. Seltsamer Schlüssel. David! Ja. Als sie ihre, also ein letzter Kuss, als sie ihre Augen öffnete, sah ich in ihnen Angst. Sie war eine Frau, sie hieß Mary. Erst nach einer Weile merkte sie, was los war. Sie begann in Panik zu geraten. Ich beruhigte sie, streichelte ihren Kopf. Als ich das Messer durch ihren Hals schob, schlief sie sofort ein und es war sicherlich angenehm für sie. Während ich ihren Körper stach, gab ich ihr einen letzten Kuss, einen Zungenkuss. Ich fühlte ihr Blut in meinem Mund köstlich. Ah, was ist das denn für ein Ekelscheiß? Du bist doch ekelhaft. Okay, es geht um mich. Where is he? Olivia? Martin, Jamie, Alex? Nur ich. Nur ich bin hier. Ja, ich guck gerade Bilder von mir. Steht da um Call? Irgendwas Tuesday? David. Halt die Klappe. Da ist eine Leiter. Bin ich abgehauen wahrscheinlich irgendwie, ne? Aber so groß bin ich doch gar nicht. Er hat mich dann draußen irgendwo abgefangen. Jaha. Where is he? I'll find you, boy. Ja. David. Ja, Mann. Oh. I'll find you, boy. Jimmy, Steve, der Michael. Jetzt der Peter. I'll find you, boy. Ist jetzt hier offen? Ich habe einen seltsamen Schlüssel. Oh, ja. So, okay. Du musst erst den Hausschlüssel finden. Okay. Kam ich jetzt her, ne? Ey, erschreckt mich doch nicht so. Ente. Oh, das ist aber schön. Ein Land der Spielzeuge. Finde das Land der Spielzeuge. Oh, hier bleibe ich. Eine Sekunde bitte. Ich möchte das ganz kurz genießen und gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ich habe diesen Bauklotz nicht vorbei. Oh. Komme ich hier wieder raus? Oh, gut. Okay. Tschüss.
Es hätte so schön sein können. Aber natürlich. Natürlich. Haben wir uns das eingebildet? Also er stellt die Puppen ja auf, ne, weil er lieber mit nicht echten Menschen atmest du, ne? Nee. Mit nicht echten Menschen die Sachen nachstellen will, ne? Ja, was will er uns denn damit sagen? Und wo zur Hölle sind wir? Hier willst du mich nicht durchlassen, also soll ich hier in Uhr. Du! Ja, okay. Wer ist das? Are you proud of yourself, David? Your disobedience brought your parents to our game. Leave your backpack on the chair, put out the candle, and enter this box. If oh, you no. don't enter that box, I'll kill your grandma and grandpa. Then, you'll be all alone by yourself in the end of your life. David, the explorer. Ja. Das heißt, die pinke Box am Anfang, Gitarrenboy, das ist der uns da die Zettel hinterlässt. Ich möchte die Kerze bitte mitnehmen. Oh nein, ich will doch nicht haben. If you don't enter that box, I'll kill your grandma and grandma. Ich töte dann Opa und Oma, das möchte ich aber nicht. Ich möchte wieder in das Spielzeugland. Bye. I didn't appreciate you, David. You managed to get away. But at what cost? You ruined all the fun. Maybe the game was too boring for you. I'll make sure you won't miss anything from the upcoming game. Don't try me, boy! I keep your energy! Ich hau dir in den Schritt! You're gonna need it for later. Just sleep already. In a little while, it will all be over. Was? Kann nicht mehr rennen. Ja, dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ist das jetzt da, wo ich vorhin rausgeklettert bin, der Part? David sneaked out of the house to see his friend. Wie hieß denn unser Friend eigentlich nochmal? He had to take only a few steps through the rock bridge. Suddenly, he heard a voice. Excuse me. Stranger turned his head towards David and said, Do you know where house number 7 is? David asked the man to let him through. Oh, what's the matter? I just asked for your help.
said the man. He made a step towards the boy. David wanted to run away, but suddenly someone grabbed him. He felt a sting in his neck. His eyes closed, and he blacked out.